Insoweit darf ich dann aufrufen, Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung Gesetzentwurf der Fraktion der CDU und Fraktion Bündnis 90 Die Grünen, Drucksache 20-2791 mit dem Antrag der Fraktion Die Linke, digitale Teilhabe 20-2785 mit dem dringlichen Entschließungsantrag 20-2824 der SPD, Tagesordnungspunkt 71, mit dem dringlichen Antrag Tagesordnungspunkt 72, Fraktion der Freien Demokraten 20-2844. Ich darf als erstem Redner erteilen das Wort, da es der Setzpunkt der CDU ist, dem Kollegen Schwarz. Ich würde Ihnen dann vorschlagen, weil dann der Antrag der Linksfraktion kommt, dass die Kollegin Kuhler dann kommt, dann kommt der SPD-Antrag, dann kommt der Kollege Degen, ja, und dann kommen die Freien Demokraten, und dann kommen die Grünen und dann Herr Scholz. Machen wir es so? Sind wir alle einverstanden? So machen wir es. Bitte schön, Kollege Schwarz, Sie haben das Wort. 10 Minuten. Herr Präsident, werte Kolleginnen, werte Kollegen! Seit über 10 Wochen meistern ganz viele Familien mittlerweile eine ganz außergewöhnliche Situation. Sie organisieren das häusliche Lernen der schulpflichtigen Kinder. Sie kümmern sich um jüngere Geschwisterkinder. Sie organisieren ihren Berufsalltag. Und all das, was ansonsten Alltagspflichten sind, stehen dann abends oder am Wochenende an. Und ich möchte ganz vorneweg den Eltern meinen allergrößten Dank, meinen allergrößten Respekt und noch größere Anerkennung aussprechen für das, was Sie nicht nur in den letzten 2,5 Monaten hier geleistet haben. Dazu gehört aber auch, viele andere sind daran beteiligt, dass es läuft. Viele andere sind daran beteiligt, dass der Schulbetrieb organisiert wird und Inhalte vermittelt werden. Deswegen gilt auch mein Dank den Lehrerinnen und Lehrern, den Sozialpädagogen und nie zu vergessen, meine Damen und Herren, auch denjenigen, die sich ums Haus kümmern, nämlich den Hausmeistern oder neudeutsch den Facility Managern. Die sind nämlich als Gesamtpaket unverzichtbar, damit wir unsere Kinder und jungen Leute ordentlich und gesund an der Schule beschulen können, meine Damen und Herren. Und, meine Damen und Herren, die Hessische Landesregierung hat von Beginn der Krise an konsequent und planvoll gehandelt. Der Erfolg der hessischen Schulpolitik gründet im Kern auf 3 Aspekte. Ja, wir haben von vornherein sehr entschieden und sofort gesagt, was es jetzt zu tun gilt. Allen voran, in Zeiten, als der Wind ziemlich stramm war an dieser Stelle, haben wir gesagt, ja, wir ziehen das Abitur durch. Und der Erfolg gibt uns recht, 96% und darüber hinaus der Abiturientinnen und Abiturienten haben teilgenommen am Abitur. Die Prüfungen sind problemlos über die Bühne gegangen, und wir haben ausgesprochenes Lob bekommen, auch von der Landesschülervertretung, dass wir so gehandelt haben. Wir haben entschieden gehandelt, auch bei der Organisation von allen Abschlussprüfungen. Denn das braucht es auch, dass die Qualifikationen für die nächsten Karriereschritte hinterlegt sind. Wir haben konsequent entschieden, bei der Notfallbetreuung über die Osterferien, über die Feiertage, an den Wochenenden, all das gehört dazu. Und das Ganze flankiert mit ordentlichem Unterstützungsmaterial, das es natürlich auch braucht, gemeinsam mit dem einzigartigen Schulportal Hessen, auf das ich gleich noch zu sprechen kommen werde. Das ist uns wichtig, dass wir ein Gesamtpaket in einem großen Panorama darstellen, nämlich jede einzelne Maßnahme muss zu allen anderen Dingen, die man tut, passen. Und deswegen noch den Satz, wir hatten ja, da bin ich Herrn Kollegen Promny dankbar für, bei der letzten Plenarrunde die Gelegenheit, uns da schon einmal darüber auszutauschen. Dieses Schulportal Hessen, wo vor 10 Wochen noch 650 Schulen dran waren und sich im Grunde genommen dieses Gesamtpaket auch zunutze gemacht haben, ist derartig erfolgreich, dass
über 350 zusätzliche Schulen allein in den letzten 2,5 Monaten drangegangen sind. Wir haben uns das ambitionierte Ziel gesetzt, ein Jahr schneller zu sein als ursprünglich angedacht, nämlich zum Beginn des neuen Schuljahres, dann schon alles so am Start zu haben, wie wir uns das vorstellen. Und Punkt 2 unserer erfolgreichen Schulpolitik. Auf uns können sich die Menschen verlassen. Auch in so herausfordernden Zeiten wie einer Pandemie, einer Corona-Krise. Wir tun alles, meine Damen und Herren, um einen Corona-Malus zu vermeiden. Das bedarf dann einer Flexibilisierung auch bestimmter Regeln, die wir im Schulgesetz stehen haben. Ja, die Bekämpfung der Corona-Pandemie hat für Schulbetrieb zahlreiche Abweichungen vom Normalzustand, wie im Übrigen auch in allen anderen Bereichen des Lebens. Es ist kein Normalzustand, egal wo wir hingucken. Und die Schließung bzw. die Wiedereröffnung, die basierte rechtlich auf dem Bundesschutzgesetz, was die Hygiene betrifft, dem Bundesinfektionsschutzgesetz. Und das Ganze wurde flankiert durch entsprechende Verordnungen, die wir im Lande Hessen entsprechend vergeben haben. Und für die schulische Praxis braucht es nun Anpassungen bei den Gesetzen, die wir für ein Jahr in einer besonderen Situation auf den Weg bringen. Und dazu dient der Gesetzentwurf, den wir heute auf den Tisch des Hauses gelegt haben. Er dient aber nicht nur dazu, diesen Regelbedarf umzusetzen, sondern er dient auch der Planungssicherheit für die Eltern, für die Kolleginnen und Kollegen. Deswegen danke ich auch dem Kultusministerium dafür, dass es bereits im Vorhinein Hinweise gegeben hat, Aussagen, die die geltende Rechtslage noch nicht regeln. Deswegen dieses hessische Schulgesetz, diese Novelle, die Corona-bedingten Änderungen dienen der Flexibilisierung, unter anderem im Bereich der Nichtversetzung. Wir haben uns ja darauf verständigt, dass es in diesem Schuljahr aus gutem Grund ein Sitzenbleiben in dem Sinne nicht geben wird. Weswegen? Weil erstens es in der Sache falsch wäre und zweitens, wenn ein junger Mann, eine junge Frau gegen das Nichtversetzen klagen würde, wir vor jedem Verwaltungsgericht runterfielen. Wir haben Regelungen zu den Terminen bei der Zeugnisverteilung, Zeugnisausgabe ausgegeben, genauso natürlich wie zu den Regelungen des Präsenzunterrichts bzw. bei den unterrichtsersetzenden Maßnahmen bis hin zu Regelungen des Hessischen Lehrerbildungsgesetzes, weil es auch dort die Praktika, die die Lehrer im Vorbereitungsdienst absolvieren müssen, Verschiebungen gegeben hat. Denn ein Praktikum an einer Schule, in der kein Schüler ist, zu einem bestimmten Zeitpunkt kann nicht stattfinden. Deswegen braucht es Unterstützung. Und Unterstützung haben wir auch gegeben bei den Öffnungsschritten. Über 1,5 Millionen Mund-Nase-Schutzmasken haben wir den Schulen zur Verfügung gestellt, zuzüglich von Tausenden von Litern Infektions- bzw. Desinfektionsmitteln, damit die Finger schön sauber sind und man nicht bei dem Berühren der Türklinke andere Kinder oder die Lehrer möglicherweise ansteckt. Und Punkt 3 der erfolgreichen Bildungspolitik, die wir hier betreiben im Zusammenhang mit Corona. Wir nehmen die Erfahrungen, die wir aus dieser Krise gesammelt haben, mit. Wir gehen mit neuen Impulsen und damit gestärkt aus dieser Krise, da bin ich mir sehr sicher, hervor. Das ist unter anderem der Bereich in der Kombination, wie machen wir das mit Präsenzunterricht, gemeinsam mit dem Unterricht zu Hause, Neudeutsch Homeschooling, wobei Homeschooling im klassischen Sinne eigentlich etwas anderes ist. Die Digitalisierung, die einen riesen Schub erfährt durch die Situation, in der wir uns gerade befinden, aber auch die Erfahrungen, die Lehrer, Eltern und Schüler in diesem Zusammenhang sammeln. Denn die Wahrheit ist, das wechselseitige Verständnis füreinander hat zweifelsohne hier zugenommen. Endgeräte, die angeschafft werden, die sind ja auch Teil der anderen Anträge. Vielleicht können wir das in einer zweiten Runde besprechen. Die werden wir natürlich unverzüglich ausrollen. Da stehen in Summe 142 Millionen € zur Verfügung. Da sind wir froh darüber. Wir sind diejenigen, die die Landesmittel in Höhe von 37 Millionen
aufgestockt haben, um zusätzliche 5 Millionen €, auch da wieder mehr als die erforderlichen 10 %, die oben drauf kommen, meine Damen und Herren. Da sind wir froh drüber. Deswegen lassen Sie mich noch einmal kommen zu den Punkten, wie die Öffnungsschritte vollzogen wurden. Wir haben ja einen großen Öffnungsschritt am 18.05. am Montag vor einer Woche, gestern vor einer Woche gehabt, mit fast 400.000 Schülerinnen und Schülern, reibungslos geordnet. Viel Lob haben wir dafür bekommen, wie das Ganze vonstatten gegangen ist. Große Freude bei den Schülerinnen und Schülern, dass sie ihre Mitschüler wiedersehen. Und da will ich mal daran erinnern, vor 10 Wochen wurde uns gesagt, na, ihr müsst unverzüglich, am besten gestern, die Schulen geschlossen haben. Vor 4 Wochen hatten wir eine Klage laufen beim Hessischen Verwaltungsgerichtshof in Kassel. Da ging es um die Viertklässler, die nicht in die Schule gehen sollten. Da haben wir leider verloren, aber das gehört dann auch dazu in einer Rechtsabwägung. Und in diesen Tagen kommt die unverzügliche Forderung, dass beispielsweise von der Deutschen Gesellschaft für Krankenhaushygiene oder der Deutschen Gesellschaft für pädiatrische Infektiologie oder die Deutsche Akademie für Kinder- und Jugendmedizin sagen, ihr macht jetzt mal Schulbetrieb wie normal, normale Klassengröße, keine Abstandsregelung. Einzig, was wir nicht wollen, dass die Gruppen sich durchmischen. So schnell ändern sich die Zeiten, flankiert durch Vorschläge über verkürzte Ferien bis hin zu Samstagsunterricht. All das gehört dazu, dass es in einer parlamentarischen Demokratie natürlich auch diskutiert wird. Das finde ich richtig so. Jeden Tag kommen neue Erkenntnisse, nur die Politik kann natürlich nicht jeden Tag die neuen wissenschaftlichen Erkenntnisse dann einmal in einen Kursschwenk politisch ummünzen. Ich will nicht verhehlen, dass es natürlich Bereiche gibt, in denen es Herausforderungen gibt, dass die Schülerbeförderung, natürlich auch die Notbetreuung und die Anzahl der Räume und zweifelsohne auch noch die Anzahl der Tage, an denen beschult wird. Deswegen will ich auf der Zielgeraden noch mich mal herzlich bedanken für die Debatte, die wir im letzten Kulturpolitischen Ausschuss geführt haben. Das war prima. Und da gilt das alte waldeckische und hessische Sprichwort, nicht geschimpft ist genug gelobt. Der Kollege Promny und auch der Kollege Degen haben gesagt, das, was ihr in der Qualität macht, ist prima. Das ist gut. Und das ist vorbildlich. Ja, da kann man auch klatschen. Da bedanke ich mich ausdrücklich für. Also, ich bedauere das sehr, Kollege Schwarz, aber Redezeit ist schon ein bisschen überschritten. Ne? Herr Präsident, ich komme unverzüglich zum Ende. Unverzüglich. Ich will darauf hinweisen, dass es dann noch die Ergänzung gab, dass man hier und dort noch etwas anders kommunizieren könnte. Ich bedanke mich herzlich für die Aufmerksamkeit. Wir werden ausführlich beraten, auch heute Abend im Ausschuss. Ich will jetzt darauf hinweisen, dass wir einen kleinen redaktionellen Änderungsantrag einbringen und freue mich auf die weitere Debatte. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Kollege Schwarz. Nächste Rednerin für die Fraktion DIE LINKE ist die Kollegin Elisabeth Kula. Ah, jetzt wird erst noch ein bisschen gereinigt. Genau. Und dann sind Sie dran, Frau Kula. Ja, sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, liebe Zuschauerinnen des Livestreams, liebe anwesende Pressevertreterinnen und Vertreter, heute diskutieren wir über einen Gesetzentwurf von Schwarz-Grün, der in 27 Artikeln 226 Änderungen des Schulgesetzes, ich hoffe, ich habe jetzt richtig gezählt, des Lehrerbildungsgesetzes und des Hessischen Besoldungsgesetzes sowie etlicher anderer Verordnungen vorsieht. Vieles davon war bereits vom Kultusministerium angekündigt, und man kann sagen, dass einige dieser Forderungen tatsächlich aus der Opposition sowie von Verbänden und Gremien durchaus aufgenommen wurden. So zum Beispiel, das auch gerade angesprochen, hat auch DIE LINKE die Forderung aufgestellt, alle Schülerinnen und Schüler in die nächste Klassenstufe zu versetzen, unabhängig von ihren in diesem Schuljahr erbrachten Leistungen. Sitzen bleiben darf es unter Corona nicht geben, und das ist auch richtig so. Auch Regelungen, die sicherstellen, dass Schülerinnen und Schüler keine Nachteile durch Corona-bedingten Ausfälle des Unterrichts entstehen dürfen, das unterstützen wir ausdrücklich.
Leider regeln sie aber z.B. nicht, wie Schülerinnen und Schüler mit Unterstützungsbedarf, die jetzt zwar nicht sitzen bleiben, aber die ja tatsächlich einen Bedarf an weiterer Förderung haben, wie sie den auch erhalten können. Das ist überhaupt nicht in Ihrem Gesetzentwurf enthalten. Auch andere Anpassungen, wie sie hier vorgesehen sind, kann man aber nicht so einfach zustimmen. Die Frage nach der verlässlichen Schulzeit z.B. Im Schulgesetz sind Schülerinnen und Schülern sowie deren Eltern 5 Zeitstunden am Tag garantiert. Diese Regelung soll jetzt ohne jeden Ersatz aufgehoben werden, zumindest für ein Jahr. Hier wäre es nötig, eine andere Formulierung zu finden, um den Eltern verlässliche Zeiten zu garantieren, die ja nicht unbedingt am Vormittag sein müssen, aber die eben eine gewisse Sicherheit für die Eltern darstellen. Das ist leider auch nicht vorgesehen. Eine weitere Änderung, die wir kritisieren, ist die Möglichkeit, den schulärztlichen Dienst bei der Schuleingangsüberprüfung außen vor zu lassen. Die Untersuchung und das schulärztliche Gutachten sind für viele Kinder sehr wichtig, um Auswirkungen sozialer Ungleichheit auf die Gesundheit zu mildern. Es werden alle Kinder erreicht, also auch diejenigen, die an den freiwilligen Früherkennungsmaßnahmen der kassenärztlichen Vorsorge nicht regelmäßig teilnehmen. Allein in Kassel betrifft es über 40% der Kinder. Dieses Angebot in diesem Jahr nicht durchzuführen, wird vor allem Kinder aus wirtschaftlich schwachen Haushalten treffen. Deswegen die hessischen Gesundheitsämter sind eben so auszustatten, dass sie diese wichtigen Aufgaben weiterhin wahrnehmen können. Kinder dürfen nicht die Leidtragenden der Corona-Pandemie sein. Leider hat man auch den Eindruck, dass die Landesregierung manche Schülerinnen und Schüler priorisiert, während andere Schülergruppen hinten runterfallen. Die Berufsfachschule und die Bildungsgänge zur Berufsvorbereitung sind auf jeden Fall nicht weit oben auf ihrer Prioritätenliste. Die Schülerinnen und Schüler, die auf diesem Wege ihren Hauptschul- oder mittleren Abschluss erlangen, sind diejenigen, die besonders häufig Unterstützung und Anleitung sowie eine enge persönliche Begleitung benötigen. Oft fehlen ihnen wichtige Sprachkenntnisse. Gerade für diese Schülerinnen und Schüler sollen die Abschlussprüfungen in diesem Jahr entfallen. Auch bleiben die betrieblichen Praktika ausgesetzt. Die Kommunikation dieser Entscheidung verlief so schlecht, dass in einigen Schulamtsbezirken diese jungen Leute einfach mit einem Abschluss in der Hand aus der Schule entlassen wurden. Gerade diesen jungen Menschen brauchen aber die dringende Unterstützung bei den nächsten Schritten in ihrem Leben. Aber sie wurden quasi auf die Straße gesetzt und vollkommen im Stich gelassen. Dies hätte das Kultusministerium von Anfang an durch eine klare Kommunikation verhindern müssen. Insgesamt bleibt die Frage der Verhältnismäßigkeit der Maßnahmen für mich offen. Die Landesregierung hat sehr weitreichende Lockerungen im Großteil des gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Lebens beschlossen. Und gleichzeitig dürfen beispielsweise Projektprüfungen nicht mehr in Gruppen, sondern nur noch einzeln abgelegt werden dürfen. Einige Gremien können nur noch digital, aber nicht in verkleinerter Form tagen. Viele dieser vorgesehenen Änderungen stehen in keinem ausgewogenen Verhältnis zu den Lockerungen in anderen Bereichen. Auch die Geltungsdauer des Gesetzes bis Ende März nächsten Jahres, also mitten im Schulhalbjahr, und deswegen ist es eben nicht ein Jahr, erscheint mir wenig praxistauglich zu sein. Was ist denn mit den Abschlussprüfungen im nächsten Jahr? Diese Frage bleibt weiterhin vollkommen offen. Dass es ab und an eine gewisse, sagen wir mal, Diskrepanz zwischen einigen von Schwarz-Grün vorgeschlagenen Regelungen und der Lebensrealität vieler Menschen in Hessen gibt, hat ja auch einen Grund. Das Verfahren zur Erarbeitung der Verordnungen und jetzt eben der Gesetzesänderung kam völlig ohne Beteiligung von Eltern, Schülern oder Lehrkräften aus. Ja, es besteht eine Dringlichkeit, die Gesetze und Verordnungen zu ändern. Das zweifelt auch niemand an. Aber alle Beteiligungsformen komplett einzustellen und die Gremien und Schulen oft erst nach der Öffentlichkeit oder in diesem Falle überhaupt nicht in Kenntnis zu setzen, das geht gar nicht. Weder der Landeselternbeirat noch die Landesschülervertretung noch der Hauptpersonalrat wurden zu den Änderungen, die jetzt zum Gesetz erhoben werden sollen, angehört. Und jetzt soll das Gesetz auch noch schnellstmöglich, selbst ohne eine schriftliche Anhörung, eigentlich nach Wille von Schwarz-Grün noch in dieser Woche beschlossen werden. Ein solches Verfahren können wir als LINKE nur schärfstens kritisieren. Auch wir als Parlamentarierinnen und Parlamentarier insgesamt in diesem Hause sind gefragt. Das Regieren durch Verordnungen und Erlasse ist nicht im Sinne der grundgesetzlich verbrieften Gewaltenteilung und sollte somit sehr bedacht eingesetzt werden. Und es ersetzt kein anständiges Gesetzgebungsverfahren. Dass parlamentarische Verfahren aktuell verändert werden müssen, steht außer Frage. Aber auch sie dürfen nicht so umgestaltet werden, dass am Ende nur die Landesregierung überblicken kann, was nur Tage später beschlossen werden soll.
Auch die Abgeordneten der regierungstragenden Fraktionen sollten sich fragen, ob sie ein solches Verfahren wirklich mittragen wollen. Dabei sind viele der vorgesehenen Änderungen richtig und wichtig. Andere wiederum müssten breiter diskutiert werden. Manches wurde übersehen. Auch und gerade während Corona braucht es ein deutliches Signal aus der Landespolitik für Mitbestimmung, Transparenz und demokratische Prinzipien. Ein solches Gesetzesvorhaben mit einem Eilverfahren durch den Landtag drücken zu wollen, hinterlässt aber eher den Eindruck, dass für die Landesregierung und die sie tragenden Fraktionen die Einbindung von Schülern, Eltern und den eigenen Lehrkräften sowie des gesamten Parlaments ein lästiges Anhängsel der Regierungspolitik ist. Das können wir Ihnen so nicht durchgehen lassen. Insgesamt mehrt sich der Unmut über Entscheidungen des Kultusministeriums, aber vor allem über dessen Kommunikation. Um beispielsweise weitere Schulöffnungen garantieren zu können, werden nicht etwa Ideen zur Einbindung von beispielsweise Lehramtsstudierenden in die Notbetreuung diskutiert. Nein, es werden bei der Einteilung von Risikogruppen von Lehrkräften die Zügel angezogen. Diejenigen, die mit einer schwangeren oder stillenden Person in einem Haushalt leben, beispielsweise, sollen nicht mehr als Risikogruppe gelten. Um den Lehrkräftemangel an Grundschulen zu bewältigen, der von Ihnen lange abgestritten wurde, wird jetzt auf ein Zwangsinstrument gesetzt. Gymnasiallehrkräfte sollen jetzt per Zwangsabordnung in Grundschulen unterrichten. Hier rächt sich, dass die Landesregierung seit Jahren den Lehrkräftemangel erst verursacht und dann abgestritten hat. Dabei wird Ihnen, also diesen Lehrkräften, Gymnasiallehrkräften, die jetzt an der Grundschule unterrichten sollen, A13 garantiert, was den Grundschullehrkräften selbst noch vorenthalten wird. Das heißt, wir werden in der nächsten Zeit nicht nur ein Zweiklassensystem zwischen Lehrkräften und unterschiedlichen Schulformen haben, sondern sogar innerhalb der Grundschule selbst. Beenden Sie endlich dieses unwürdige Spektakel und setzen Sie A13 auch für Grundschullehrkräfte um. Die Schulen dürfen auch bei den weiteren Öffnungen nicht alleingelassen werden. Gänzlich ungeklärt ist, wie es nach den Sommerferien mit dem sogenannten Homeschooling der digitalen Ausstattung aller Schülerinnen und Schüler mit dringend notwendigen Investitionen in Schulgebäude und dem Lehrkräftemangel weitergehen soll. Wir als LINKE im Hessischen Landtag haben deswegen einen Antrag gestellt, allen Schülerinnen und Schülern ein digitales Endgerät zur Verfügung zu stellen. Und Herr Schwarz, ganz ehrlich, wenn Sie jetzt ankündigen, 5 Millionen € dazu zur Verfügung zu stellen, damit machen Sie sich wirklich nur noch lächerlich. Dabei ist es die Aufgabe der Landesregierung, die Lernmittelfreiheit zu garantieren. Auch da muss das gelten, dass Kinder aus ökonomisch schwachen Familien eben nicht unter den Corona-Maßnahmen leiden dürfen, und das tun sie aktuell. Eine politische Linie, wie die großen Probleme der hessischen Bildungspolitik, die alle angesprochen wurden, überhaupt angegangen werden sollen, ist nicht zu erkennen. Schwarz-Grün müht sich weiter ab, den schulpolitischen Mangel zu verwalten. Dabei sage ich Ihnen, finden Sie gemeinsam mit Eltern, Lehrkräften, Schülerinnen und Schülern Lösungen, die deren Interessen berücksichtigt und in Einklang bringt. Dafür muss man sie aber zunächst einmal anhören, statt sie einfach abzuspeisen. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank, Frau Kollegin Kula. Zu einer Kurzintervention hat sich gemeldet der Kollege Armin Schwarz. Herr Präsident, Frau Kollegin Kula, ich bin Ihnen dankbar für den Hinweis auf die 5 Millionen. Das bietet mir Gelegenheit, noch einmal ein paar Dinge gerade zu rücken. Ich weiß nicht, ob Sie Kenntnis haben von der Studie der Telekom-Stiftung. Diese Stiftung hat einen Auftrag gegeben, wie sieht denn die Digitalisierung so im Lande Hessen aus? Da kam heraus, 88% der Schülerinnen und Schüler verfügen über alle Geräte, die es braucht, auch für den Unterricht zu Hause. 11%, jetzt sind wir bei 99, haben gesagt, uns fehlen eigentlich nur Drucker. Nur mal, damit wir wissen, wovon wir reden. Jetzt reden wir von dem, was wir vorhalten, weil Sie es eben versucht haben, runterzubrechen auf 5 Millionen. Nein, das geht nicht. Der Digitalpakt Schule, den wir in Hessen
und das gibt es auch nur in Hessen, aufgestockt haben mit 25% der Mittel, ist ein wirklich umfangreiches Paket von 5 × 100 Millionen. Der Bund hat uns vorgegeben, wir dürfen maximal 20% der Mittel für Endgeräte verwenden. Und wir haben gesagt, uns ist es wichtig, gerade auch für sozial Schwache, 25% auf die Gesamtmittel draufzulegen. Das, was uns zustünde, waren 370 Millionen. Wir stocken auf 500 Millionen. Das heißt, die Mittel für digitale Endgeräte die wachsen dann auch um 25%. Und das Programm, na selbstverständlich, und das Programm, das will ich auch nicht unerwähnt lassen, von 550 Millionen, was jetzt vom Bund kommt, was vom Land zu kofinanzieren wäre mit 10%. Das hieße im Klartext, wir kriegen 37 Millionen, müssen 3,7 Millionen drauflegen. Wir legen wieder mehr drauf, und zwar anstatt der 3,7, 5 Millionen. Das bedeutet, nicht nur die Deutsche Telekom, sondern auch ansonsten im Ranking mit anderen Bundesländern ist der Digitalisierungsgrad in Hessen so gut wie in keinem anderen Flächenland. Ich würde das gerne noch einmal hier fürs Protokoll hinterlegen. Herr Kollege Rudolph, das ist ja so. Sie tragen ja Ihre. Ja, Kollege Schwarzer, aber die 2 Minuten sind auch schon ein bisschen um jetzt. Ja, ja, ja. Es ist bedauerlich, sonst hätte ich noch einiges zur Digitalisierung beigetragen. Vielen Dank, Frau Kollegin Kuhler, dass ich das sagen durfte. Ja, vielen Dank, Herr Kollege Schwarz, Frau Kollegin Kuhler. Sie können, wenn Sie wollen, aber Sie wollen nicht. Alles in Ordnung. Dann ist der nächste Redner der Kollege Degen für die Fraktion der Sozialdemokraten. Bitte schön, 10 Minuten. Vereinbarte. Ja, das bin ja hier immer freundlich, also deswegen. Ja, der Sinn dieser Kurzintervention war ja vor allem, dass ich das Pult nicht mehr hochfahren muss. Das ist schon mal ganz praktisch. Vielen Dank, Kollege Schwarz. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, lieber Kollege Schwarz, noch einmal auch vielen Dank für Ihre Regierungserklärung vorhin, die ja so ziemlich alles thematisiert hat, außer den von Ihnen vorgelegten Gesetzentwurf. Und ich habe ja schon vor, auch zu diesem Gesetzentwurf zu sprechen, aber da Sie doch ein bisschen ausgeholt haben, will ich zunächst noch einmal ein paar allgemeine Punkte sagen. Leider hat die von Ihnen getragene Politik die letzten Wochen so ziemlich alles falsch gemacht, was man falsch machen kann, meine Damen und Herren. Das ging los mit den übereilten Schulschließungen am Freitagabend. Am Tag vorher hat der Ministerpräsident noch gesagt, er will auf gar keinen Fall Schulen schließen. Die Schulen wurden vom Kletterpfann überholt und eingeholt, und man musste kurzfristig reagieren. Aber noch viel ungeplanter waren dann die Schulöffnungen. Ja, mit einem fehlenden Hygienekonzept, das erst am Mittwochabend vorher kam, mit Entscheidungen zu Gerichtsurteilen, die freitagsabends auch wieder erst an die Schulen kommuniziert wurden, wie sie damit umgehen sollten, mit Schulen, die aus der Presse erfahren haben, wann sie wieder öffnen sollen und wie, und von Eltern gefragt wurden, wie soll das eigentlich gehen, wir haben da noch gar keinen Plan. Und, meine Damen und Herren, da hätte man einiges deutlich besser machen können. Und auch jetzt sollten ja eigentlich, vielleicht hat das ein bisschen was damit zu tun, dass die Beschwerden sich überschaubar halten. Eigentlich sollten jetzt ja alle Klassen der Mittelstufe wieder im Unterricht sein, nicht alle gleichzeitig, mal als A-Woche und B-Woche. Das ist aber gar nicht der Fall. Ich habe es dem Kultusminister über sein Büro mitgeteilt, dass es durchaus Schulen gibt, die längst noch gar keinen Plan haben, wann die Mittelstufenklassen trotz seiner Ankündigungen an den Start gehen. Ich habe leider noch keine Antwort erhalten, wie Sie das erklären, Herr Kultusminister. Das ist jedenfalls belegbar. Meine Damen und Herren, und warum haben wir denn an vielen Ecken gerade so ein Problem, der Lehrermangel? Weil er an dieser Stelle hier von der Regierung jahrelang kleingeredet wurde, ignoriert wurde und wir mit Zahlen von wegen hätten eine Lehrerversorgung von 130% immer wieder schön geredet wurde, sonst hätte man viel früher Maßnahmen ergreifen können, damit der Lehrermangel jetzt nicht so zuhauen würde, meine Damen und Herren. Genauso ist es doch mit der Digitalisierung, die jahrelang verschlafen wurde. Der Digitalpakt wurde hinausgezögert, weil man Angst hatte, dass man föderale Prinzipien aufgeben würde, wenn der Bund eben mitfinanzieren kann, um gleichwertige Lebensverhältnisse zu schaffen und Lernverhältnisse. Und genauso wurde jahrelang immer wieder gesagt, uns interessiert der Sanierungsstau an Schulen gar nicht, und wir wollen gar nicht gezielt den Schulen helfen, einfach mal per Gießkanne ein bisschen, sonst hätten wir heute es viel leichter, meine Damen und Herren.
Jetzt komme ich aber wirklich auch zum Gesetzentwurf. Und Kollege Schwarz, Sie haben ja Ihre Rede im Grunde begonnen mit meiner aus dem letzten Plenum. Ich habe damals auch schon sehr vielen gedankt, inklusive Hausmeister und Schulsekretariaten. Jetzt will ich aber besonders aber vor allem den vielen Menschen im Kultusministerium danken, Herr Minister, die die letzten Wochen wirklich in sehr intensiver Arbeit diesen Gesetzentwurf erarbeitet haben. Denn auch wenn das jetzt ein Setzpunkt von CDU und GRÜNEN ist, wir wissen doch alle, wer diese ganze Arbeit gemacht hat. Vielleicht haben Sie deswegen auch gar nicht über den Gesetzentwurf gesprochen, Herr Kollege Schwarz. Leider ist es ja aber auch so, dass bei so einem schwierigen Thema auch Fehler passieren. Sie haben jetzt redaktionelle Änderungen angekündigt. Ich habe mir das alles durchgelesen. Ich kann Ihnen schon einmal sagen, ich hoffe, bei Ihren Änderungen ist dabei, dass die Begründungen von Punkt 4 und 5 überhaupt nicht zum Text passen, dass zum Beispiel im Artikel 11 Sie einen Absatz 7 einfügen wollen, obwohl da ganze dann nur überhaupt 4 Absätze sind. Also leider ist dieser Gesetzentwurf noch nicht so, dass man ihm zustimmen kann, meine Damen und Herren, weil er fehlerhaft ist. Und ich will außerdem darauf hinweisen, es ist ja ganz viel technokratisch. Kollege Kuhle hat es gesagt, es sind rund 200 Einzeländerungen. Davon geht ganz vieles darum, dass man jetzt künftig Versammlungen digital gestalten kann. Das ist vieles davon richtig, was Sie schreiben. Aber ich habe noch ganz viele Fragen, weil das so viele Änderungen sind, die schon tiefgreifend sind. Alleine die Frage, was darf man alles jetzt digital in Online-Konferenzen machen? Bei der HGO haben wir durchaus gesagt, dass man nur ganz dringende Dinge macht im Finanzausschuss. Aber da wird ein Tür und Tor geöffnet. Da sind noch viele Fragen offen, Herr Kultusminister. Und außerdem ist es ja so, dass ganz unklar ist, warum das Ganze nur bis März geht. Oder was stellen Sie sich eigentlich vor? Was haben Sie einen Plan vom neuen Schuljahr? Vom nächsten Schuljahr. Jawohl, wir finden es gut, dass das Sitzenbleiben abgeschafft wird, wenn auch nur für ein Jahr. Aber dafür muss doch individuelle Förderung kommen. Man muss doch sagen, die Kinder, die Jugendlichen haben viel Unterricht versäumt. Jawohl. Und wir kriegen das auch wieder irgendwie hin. Aber wir müssen doch den Eltern, den Schülern und auch den Lehrern sagen, wie wir das machen wollen, meine Damen und Herren. Das wäre doch Anlass gewesen für einen Gesetzentwurf. Und da muss man auch sagen, das ganze Verfahren dieses Entwurfs ist ja schon chaotisch. Erst im letzten Ausschuss, wir hatten einen dringlichen Berichtsantrag, haben wir gefragt, was haben Sie denn eigentlich vor? Nennen Sie uns doch einmal ein paar Eckpunkte und wann haben Sie vor, diesen Entwurf einzubringen? Da haben Sie nur gesagt, na ja, er soll irgendwie vor den Sommerferien gelten. Das war Ihre Antwort. Das parallel Ihr Haus. Aber schon längst für CDU und GRÜNE einen Gesetzentwurf schreibt, meine Damen und Herren. Das hat ja mit Gleichbehandlung am Ende überhaupt nichts mehr zu tun. Wir wissen, wir sind das hier gewohnt, aber ein netter Umgang, ein fairer Umgang ist das nicht miteinander, meine Damen und Herren. Und Sie brüskieren ja nicht nur die Opposition. Auch das sind wir gewohnt. Aber Landesschülervertretung, Landeselternbeirat, Hauptpersonalrat, Verbände, ich bin ja wirklich bis gestern davon ausgegangen, Sie hätten die mal informiert, dass Sie da was planen über Dinge, die Sie betreffen. Das hat kein Mensch getan, meine Damen und Herren, aus der Regierung, nicht aus den Regierungsfraktionen. Sie machen so etwas einfach an den Beteiligten, an den Menschen, die es vertrifft. Machen Sie es vorbei, aber das sind wir leider auch gewohnt von Ihnen. Auch die Frage der Schuleingangsuntersuchungen. Da wird einiges erleichtert, aber andererseits wird auch ermöglicht, dass Zurückstellungen erleichtert werden. Es sind einfach viele Fragen noch da. Und ich kann Ihnen nur sagen, wir haben heute Abend Ausschusssitzungen. Ich habe wirklich die Erwartung, dass Sie deutlich machen, warum Sie plötzlich so auf die Tube drücken, was wirklich ganz bald umgesetzt werden muss, ob es nicht doch auch Punkte gibt, die man da noch rausziehen kann. Wir erwarten jedenfalls, dass es eine Anhörung geben wird, wenn auch mit verkürzten Fristen, um den Menschen, die eben betroffen sind, auch daran mitreden zu lassen, meine Damen und Herren. Und wir erwarten schon noch auch eben Aussagen an die Eltern. Ich habe gesagt, wie ist das mit der individuellen Förderung im nächsten Schuljahr? Aber auch, was ist mit den Eltern von Grundschulkindern, die ein Riesenbetreuungsproblem haben? Weil Schule nicht nur Bildung ist, sondern auch Betreuung in diesem Alter. Und da erwarten wir einfach Antworten, um einfach hier Sicherheit zu geben, meine Damen und Herren. Und es ist ja auch eine Frage von Förderkursen. Und es gibt noch einfach noch ganz, ganz viel dabei zu klären. Ich will aber auch noch etwas sagen zu dem Punkt, der mir heute besonders wichtig ist, weil wir haben einen eigenen Antrag dazu eingebracht. Das ist eben das Thema Digitalisierung. Der Kollege Schwarz hat eben viel schön geredet. Ich kann sagen, in meinem Landkreis, wir haben alle Schulen schon längst ans Glasfasernetz angeschlossen, aber nicht, weil CDU und GRÜNE im Land das gemacht haben, sondern weil der Landrat das damals auf den Weg gebracht hat und die Kreisregierung, meine Damen und Herren, SPD getragen natürlich.
Und es gibt einen riesen Nachholbedarf. Und der Bedarf ist wirklich. Und ich spreche ja mit vielen Schülern und Eltern und Lehrern. Es haben nicht alle digitale Endgeräte zu Hause. Schon gar nicht dafür, dass vielleicht vier Kinder auf einmal zu Hause, und das gibt es, zugreifen können darauf. Und es haben nicht alle Drucker, und das ist eben ein Problem. Wir müssen schon dafür sorgen, dass am Ende auch alle die einheitlichen und gleichen Rahmenbedingungen haben. Das heißt, nicht alle für alle Tablets sofort und geschenkt. Das heißt, Leihgeräte organisieren, vor allem für die, die es am dringendsten brauchen erstmal. Aber doch nicht nur am Ende für Sozialhilfeempfänger. Es gibt doch einen riesen Graubereich an Menschen, die keine Reichtümer nach Hause bringen, aber trotzdem Probleme haben, ihre Miete zu bezahlen, die Ausstattung der Kinder zu bezahlen, die sich manchmal gar nicht trauen, zum Amt zu gehen, meine Damen und Herren. Deswegen müssen wir doch an diese Menschen denken und dafür sorgen, dass am Ende auch wirklich alle einheitliche Rahmenbedingungen zum Lernen haben, meine Damen und Herren. Und deswegen wollen wir. Wir sind dankbar, dass der Bund, ich glaube, in der letzten Plenarwoche hat jemand gesagt, ach, nur 150 Millionen Euro pro Gerät. A, sind wir längst von diesem Fixbetrag für einzelne Geräte weg. Und B, das ist gar nicht Aufgabe des Bundes. Einerseits höre ich immer, oh, der Bund soll sich nicht einmischen. Andererseits ist es nicht genug, was der Bund gibt, meine Damen und Herren. Das ist überhaupt nicht seine Kompetenz. Und trotzdem, dank auch der Großen Koalition und der SPD in der Bundesregierung, wird hier geholfen. Und wir erwarten dringend, dass Sie sich nicht darauf ausruhen und einen Kleckerbetrag draufgeben, dass hier endlich einmal wirklich in die Vollen gegangen wird. Wir haben 2 Milliarden € bereitgestellt im Nachtragshaushalt. Da darf auch ein bisschen mehr für Bildung dabei sein, meine Damen und Herren. Und wir müssen mehr tun für Lehrerbildung, für die Lehrerbildung in diesen Zeiten. Wir müssen mehr tun, auch für die Lehrkräfte. Sie haben im Ausschuss, Herr Kultusminister, auf meine Frage gesagt, wie geht das eigentlich weiter? Die Lehrer müssen ja mit ihren Privatgeräten unterrichten. Ist das denn eigentlich so gangbar? Und Sie haben gesagt, ja, das dürfen die auch weiterhin. Meine Damen und Herren, wir dürfen dankbar sein, dass die ihre Geräte einsetzen. Aber es darf doch nicht selbstverständlich sein. Das geht beim Datenschutz los bis dahin, dass gar nicht alle in der Lage sind, von zu Hause zu unterrichten, wenn Geräte kaputt sind, nicht in der Lage sind. Also, dass hier nicht alles zusammenbricht, hat doch ganz viel auch damit zu tun, dass Lehrer eben hier ihre eigenen Geräte einsetzen. Und da müssen wir dafür sorgen, dass auch hier endlich eine Dienstausstattung organisiert wird. Ich komme zum Schluss. Meine Damen und Herren, niemand erwartet in dieser schwierigen Zeit Wunder. Aber es muss schon ein bisschen mehr sein und eine deutliche Perspektive sein, wie es weitergehen soll, wie es im neuen Schuljahr weitergehen soll, wie wir Familien Antworten geben können und wie wir vor allem Versäumtes nachholen können. Das wäre Anlass gewesen für eine Regierungserklärung vielleicht, für einen Gesetzentwurf. Aber dazu ist es noch ein bisschen zu dünn. Ich bin gespannt auf die weitere Auseinandersetzung heute Abend im Ausschuss, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Herr Kollege Degen. Nächster Redner ist der Abg. Promny für die Fraktion Die Freien Demokraten. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen, werte Herren! Es wurde in den letzten Wochen viel über Demokratie diskutiert, und häufig wurde z. B. der Satz genannt, Krisen seien die Stunde der Exekutive. Im letzten Plenum durften wir uns in der Diskussion zu unserem Gesetzentwurf vom Kultusminister anhören. Die Opposition versuche in solchen Zeiten, ich zitiere einfach, mit irgendetwas wahrgenommen zu werden, auch wenn das Heft des Handelns woanders liegt. Ja, diese Aussage zeugt für mich von einem sehr merkwürdigen Unverständnis von Oppositionsarbeit. Oppositionsarbeit bedeutet nicht zuletzt, dass man Lösungen eines politischen Problems aufzeigt und Alternativen benennt. Denn nichts ist alternativlos. Und genau deshalb ist Opposition in der Demokratie essentiell und extrem wichtig. Und deshalb sollte man von der Regierung erwarten können, dass sie die Opposition bei ihrer Wahrnehmung ihrer Aufgaben auch ernst nimmt. Und ja, meine Damen und Herren, die Corona-Krise hat zwar an sich, dass Dinge in Zeitnot und spontan entschieden werden müssen, aber dass ein Gesetzentwurf, der über 50 Seiten umfasst, erst wenige Tage vor der Plenardebatte
fertiggestellt wurde, das merkt dann doch sehr, sehr, sieht sehr, sehr komisch aus. Und die Notwendigkeit gesetzlicher Anpassungen ist doch auch schon seit langer Zeit bekannt. Beispielsweise in dem Schulbrief vom 27.04. sprach der Kultusminister bereits davon, dass in einem Schuljahr wie diesem die Versetzungsregelungen ausgesetzt werden müssen. Und dass bei der ständigen Rede von dem eingeschränkten Regelbetrieb in den Schulen auch irgendwann eine Stundentafel angepasst werden muss, ist doch selbstredend, meine Damen und Herren. Trotzdem erreichte uns der Gesetzentwurf zur Anpassung dieses Schulgesetzes und weitere Vorschriften, Kollegin Kula hat ja sehr ausführlich nachgezählt, erst wenige Tage vor dem Plenum. Und, meine Damen und Herren, wir erleben hier also im Kleinen, wie es den Schulen, den Lehrkräften, den Kindern und den Eltern in diesem Land geht, meine Damen und Herren. Information last minute. Information last minute. Das ist das Programm dieser Landesregierung. Und das ist nicht angemessen, meine Damen und Herren. Interessanterweise gibt es aber ein Thema, das in dem vorliegenden Gesetzentwurf überhaupt nicht berücksichtigt wird, auch wenn der Kollege Schwarz in seinen Ausführungen aktuell darauf abgehoben hat. Aber die digitale Bildung ist hier oder digitales Lernen ist hier fehl am Platz. Und da haben wir uns entschieden, den Gesetzentwurf mit einem eigenen Antrag, ähnlich wie die LINKEN und die SPD, zu begleiten. Denn eines macht der vorliegende Gesetzentwurf doch deutlich. Es wird auf absehbare Zeit keinen normalen Stundenplan, keinen normalen Präsenzunterricht in unseren Schulen geben. Und die Kinder und Jugendlichen müssen doch trotzdem gut beschult werden. Und dafür muss die digitale Bildung endlich umfassend behandelt werden. Meine Damen und Herren, das fängt mit unserem Gesetzentwurf, den wir im letzten Plenum eingebracht haben, an. Und weil uns ja der Vorwurf erreichte, dass wir nicht da sind, wo das Heft des Handelns liegt, gibt es im Bereich digitalen Lernen nun einen weiteren Vorstoß von uns. Das betrifft die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten. Und dass das wichtig ist, ich glaube, darüber besteht hier Einigkeit, Kollege Schwarz. Worüber aber bislang scheinbar noch keine Einigkeit besteht, ist, wie, wann und wo die Endgeräte ausgegeben werden und an wen sie gehen. Und hierfür haben wir nun einen konstruktiven, lösungsorientierten Vorschlag gemacht. Und wir hoffen auf Berücksichtigung. Der Bund, meine Damen und Herren, hat sich der Aufgabe, die Schülerinnen und Schüler mit digitalen Endgeräten auszustatten, mittlerweile angenommen. Angekündigt wurde das bereits im April. Und so langsam nimmt das Programm auch Gestalt an. Wir Freie Demokraten fordern daher, originäre Landesmittel aus dem Nachtragshaushalt bereitzustellen. Und sofern die Erhöhung der Mittel in der Verwaltungsvereinbarung zwischen Bund und Land um 10% seitens des Landes ohnehin zu bezuschussen sind, halten wir es für notwendig, diese zu verdoppeln. Und Herr Kollege Schwarz hat eben Ihren Ausführungen entnommen. Sie haben gesagt, zu den 37 Millionen, die der Bund zur Verfügung stellt, beabsichtigt das Land Hessen, 5 Millionen dazuzugeben. So, jetzt bin ich Jurist und mathematisch nicht so begabt. Aber für mich sind das dann nur als Zuschlag 3,5%. Das ist in meinen Augen viel zu wenig, Kollege Schwarz, viel zu wenig. Und ich will Ihnen noch etwas Zweites sagen. Sie haben ja vorhin auf den Digitalpakt abgestellt und haben sich gerühmt, dass Sie 25% obendrauf gepackt haben. Auch hier gehört zur Wahrheit dazu, und das habe ich im letzten Plenum gesagt, das sage ich heute wieder, dass Sie hier schön die Schulträger wieder in die Verantwortung genommen haben, mit immerhin 12,5%. Und unsere Forderung ist jetzt, die Schulträger nicht zusätzlich zu belasten an dieser Stelle. Im Gegenteil, es geht darum, hier originäre Landesmittel zur Verfügung zu stellen. Meine Damen und Herren, wichtig ist zudem, dass die Ausstattung der Schülerinnen und Schüler schnell und unbürokratisch erfolgt. Deswegen ist nach unserer Auffassung spätestens nach den Sommerferien eine umfassende Ausstattung der Schülerinnen und Schüler mit entsprechenden Endgeräten notwendig, um die Chancengerechtigkeit in der Corona-Pandemie-Zeit auch zu gewährleisten.
Neben der Ausstattung der Schülerinnen und Schüler muss aber auch langfristig die Wartung der Support der Endgeräte gewährleistet sein. Und auch hier ist es wichtig, dass die Wartung der Geräte nicht die Aufgabe der schulischen IT-Beauftragten sein kann. Denn die sind zurzeit ohnehin schon einmal überlastet, wenn sie sich mit den entsprechenden Zuständigen in der Schule austauschen. Und dafür braucht es endlich technische Mindeststandards und Standards für den Support. Doch, meine Damen und Herren, noch Wochen- oder gar monatelanges Lernen auf Distanz bedeutet zudem eine Lösung der Frage, und der Kollege Degen hat es angesprochen, deswegen will ich es hier noch einmal unterstreichen, eine Lösung der Frage, mit welchen Endgeräten eigentlich Lehrkräfte arbeiten. Das Arbeiten muss nach unserer Auffassung datenschutzkonform sein, und es muss auch sicher sein. Das kann eine flächendeckende Ausstattung mit sogenannten Secure-Bot-Sticks für den Übergang sein. Perspektivisch ist aber die Ausstattung der Lehrkräfte mit eigenen digitalen Endgeräten mehr als nur diskussionswürdig, meine Damen und Herren. Die Details und die Dringlichkeit des jetzt vorliegenden Gesetzentwurfs werden wir heute Abend im Ausschuss sicher sehr ausführlich noch diskutieren, und ich freue mich auch auf die Debatte. Dabei sind beispielsweise die Regelungen zu den beruflichen Schulen auch ein wichtiges Thema. Denn die berufliche Bildung scheint bei den vielfältigen Corona-Regelungen im Vergleich zu den allgemeinbildenden Schulen häufig das Nachsehen zu haben. Sei es nun bei dem Abbruch von Praktika, der Unterbrechung der Ausbildung oder dem Aussetzen der Haupt- und Realschulprüfung. Sicher ist, meine Damen und Herren, die Corona-Krise wird uns noch lange begleiten. Mit dem vorliegenden Gesetzentwurf ist die letzte Diskussion in diesem Zusammenhang noch nicht gehalten, und über notwendige Anpassungen und Ausgestaltung des Schulbetriebs werden wir sicherlich noch viel diskutieren. Und deshalb komme ich zum Ende hier mit einem Sprichwort von Shakespeare, das mir für diese Situation sehr angemessen erscheint. Alle Vergangenheit ist ein Prolog. Vielen Dank.